Und ich schreibe das wirklich jetzt immer hin. Ne, da steht dann hier beim YouTube-Video, steht mitmachen, sonst langweilig. Ist so. Ja. Aber aufgrund des Hubschraubers und dieser überaus attraktiven Lichtverhältnisse machen wir das nur für die, die wirklich mitmachen, einmal. Sogar noch nicht mal die Herleitung, wie wir reinkommen. Es ist in erster Linie, ist das ein Seitwärtsschritt, nur die Füße, Becken ausgerichtet. Gibt es sonst in der 24er Form nicht. Ne? Und auch nur zu der Seite, also nur nach links. Am besten die ganze Zeit untere Hüfte nach vorne. Ne? In der Form sind es nur ganz wenige Schritte. Aber alleine so seitlich zu gehen, ist schon mal interessant. Und dann, da wird es dann halt für die meisten rein koordinationsmäßig schon mal interessant, ist die eine Hand, wenn ich jetzt, ich versuche mal das zu beschreiben wörtlich, also wenn ich in einem breiten Stand mein rechtes Bein belaste, ist die linke Hand oben ungefähr so vor der Mitte der Brust, Solarplexus, in einem schönen Bogen, nicht zu weit und nicht zu nah. Ja. Und diese Wolke zieht dann, wenn ich das Gewicht jetzt in mein linkes Bein verlagere, mit. Der Arm macht nichts auf dem Weg dahin. Ja. Der rieselt hier quasi ab, die Wolke. Ja. Und jetzt bin ich im linken Bein belastet, also ist die rechte Hand an der Stelle. Ja. Und das ist erstmal an einer Stelle stehend, das was passiert. Eine, also ich bin jetzt links angekommen, das heißt, jetzt kann die linke Wolke abrieseln und die rechte steigt. Jetzt gehe ich mit der rechten Hand oben, linkes Bein belastet, mit meinem Gewicht nach rechts. Und wenn ich rechts angekommen bin, geht rechte nach unten, linke steigt. Ja. That's it. Das ist quasi die Bewegung mit der Besonderheit. Das können, die kommen später, die Besonderheiten, dass die Hände da so genau machen und eine stellt sich auf und die andere bleibt unten hängend in der Mitte und bla bla bla. Wichtig ist jetzt erstmal, dass ihr, wenn ihr links belastet seid, die rechte Hand oben habt, bevor ihr mit der Gewichtsverlagerung anfangt. Und dann, wenn ihr rechts angekommen seid, die linke steigt und die linke wandert nach links. Dass die Hände sich so gegenläufig immer abwechseln. Das dauert bei manchen, ist egal. Ne, dauert es halt. Und man kann das auch erstmal nur mit einer Hand anfangen. Ne? Rechts belastet, linke Hand oben, geht nach links die Belastung, jetzt bin ich in dem Bein, jetzt kann die linke Hand nach unten, rechte kommt nach oben, links belastet, rechte Hand ist oben, wandert nach links, sinkt, rechts das Bein belastet, linke Hand oben, wir wandern nach links und so weiter. Also alleine diesen links und rechts abwechselnd bewegen und dabei immer die Hand mit zum neuen Standbein wandern lassen, das ist schon mal nett. Das gibt es auch in verschiedenen Varianten als Silk Wheeling und weiß der Geier was. In der Form ist das so, dass halt, wenn man hier angekommen ist, mit dem Sinken auch noch der Schritt stattfindet. Ja.
Aber wie gesagt, wir bleiben da zwei, eher sogar drei Monate bei. Also am Anfang, einfach zum Lockerwerden, einfach mal ein bisschen seitlich gehen, ja, aber aufmerksam und langsam. Ja. Als eine Übung. Und dann an einer Stelle im Breitenstand einfach nur die, ne, rechts belastet das Bein, alleine hier wieder Lot finden, untere Becken, unteres Becken nach vorne. Entspannen, 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 entspannen. Und dann rechts Standbein, linke Hand oben, Gewicht nach links und die rechte steigt. Wandert linkes Standbein, rechte Hand nach rechts, alles sinkt, die andere kommt nach oben. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier schon die Hände abwechseln. Die untere hängt dann so ein bisschen in der Mitte, unten. Rechts ist oben, ich bin rechts angekommen. Jetzt kommt die linke nach oben, ich bin noch rechts im Standbein und so weiter. Wir wechseln halt immer ab. Kurzen Durchgang nur mit dieser Verlagerung, vielleicht noch schaffen das mit dem Atem und mit dem Körper wahrnehmen und weich werden, zusammenzubringen. Das ist sehr langsam. Und das hier zum Ausatmen wechseln die Hände. Einatmend wechselt das Gewicht. Und das soll es für heute schon gewesen sein. Wirklich. Wunderbar. Danke fürs Mitmachen. Wir hoffen auf besseres Wetter. Zum Einfachmachen ist das ganz okay. Aber für die Videos nicht so schön. Lasst es euch gut gehen, wie immer freundlich, aufmerksam und gelassen, mindestens durchs Wochenende, eigentlich durch den ganzen Tag, durch die ganze Woche, jede Sekunde. Ja?